Hallo Radsportfans und herzlich willkommen zurück zu einer Pro Cycling Karriere mit Eddy Merckx. Jetzt startet hier die Woche mit Eddy Merckx jeden Tag. Ich hoffe, ihr freut euch, aber unter Umständen, das ist doch nicht ganz sicher, es kann auch sein, dass wir hier mit Eddy gar nicht mehr weiterspielen können. Ne? So viele Rennen haben wir noch nicht, nicht mehr. Und wir haben immer noch keinen neuen Vertrag. Also das heißt, wir müssen hier gute Leistungen bringen. Die letzte Etappe der Dänemark-Tour konnten wir ja gewinnen. So, da soll ein Team Verstärkung erhalten. Und wir können ja jetzt auch mit den interessanten Kontakten nichts mehr nach oben pushen. Also wer weiß, ob wir hier überhaupt mit Eddie ein neues Team finden. Also bei der Flachetappe hier ist auf jeden Fall hinten wieder Potenzial zum Angreifen. Wie ich es ja erwähnt hatte, ne? Wir müssen gute Leistung bringen und dann hoffen wir mal auf eine gute Form. Ladies and gentlemen, hello and welcome. The profile of this race is quite flat. Expect a fast pace from the peloton. Ja, und damit herzlich willkommen zur vierten Etappe Tour of Denmark. Wir haben Nuller Form eingefahren. Wir sind Teil des Sprinterzugs und freies Element. Also die Hügel hier hinten haben schon Potenzial. Wie weit ist denn der letzte Sprint hier weg? 158. 171 ist dann das Ziel, also 13 Kilometer. Leider ist Eddie in der Ebene nicht so gut. Und naja, wir müssen hier gute Leistung bringen. Also ich bleibe auf jeden Fall hier im Feld. Für so einen Ausreißversuch sind mir irgendwie seine Ebenenfähigkeiten einfach zu schlecht. And he sprints Aber away ein in Kollege attack. von uns geht. A courageous rider is looking to break away. So, haben wir Eddie platziert, dann können wir rein in die Action gehen. Hier sehen wir erstmal niemanden, also hier vorne einer alleine. Zwei verfolgen ihn, jetzt versuchen es nochmal Break zwei. away. Ich glaube, Feld sieht das recht entspannt, der Puls ist im weißen Bereich. Oh, aber die hier wollen sie doch noch einfangen. Ja, ob die drei, die in E1 sind, die scheinen weg zu dürfen. The breakaway has now got over a minute on the pack. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Tja, ich glaube, die Gruppe steht. Dann würde ich mal sagen, cutte ich euch das raus und ja, ich denke mal, ihr habt den zweiten Sprint, da nehme ich euch dann wieder mit rein. So Leute, bei 35 Kilometern nehme ich euch jetzt hier wieder mit. Wir sind auf der Anfahrt zum zweiten Sprint. Fangen auch jetzt gleich die Gruppe ein hier. Von uns haben schon The zwei abreißen escapees lassen have müssen. surrendered. The pack gave them no chance. The peloton has definitely accelerated, meaning that an attack is highly unlikely. Wasser ist unterwegs. So, jetzt kommt der Hügel gleich wieder. Da ist ja eher so ein Doppelhügel. Dreimal müssen wir ihn noch fahren. Oh, naja, wie gesagt, wegen unserem neuen Vertrag, den wir bei einem besseren Team wie diesem Bardiani haben wollen, den Bardiani haben wir ja abgelehnt, müssen wir ja eigentlich was reißen. Also der ist schon mal echt steil. 9,4, 9,5% hat er, glaube ich, gerade angezeigt. So, jetzt greifen die da an oder fahren die? Na, ich glaube, die fahren noch. Falling behind. A team leader is falling behind. Na, reißt es wieder fleißig auseinander. So, das ist dann das Ziel. Hey, jetzt greifen sie aber wirklich an, ne? Oder? Das war mir zu. Ach, die wollten die Berg, den Sprit haben. So, jetzt ist wieder Ruhe im Karton erstmal. Ja, dann werden die leider den nächsten Sprint auch so schnell fahren, denke ich mal. Da werde ich wohl keine Chance haben anzugreifen. Na, fällt Eddie hier auch ein bisschen zurück. Wasser ist auf jeden Fall da. Boah, diese ganzen zurückfallenden Fahrer. Sind ja wie Slalomstangen hier. Ja, an dem noch vorbei.
Höchstwahrscheinlich habe ich ihn ein bisschen zu... There's nobody out in front, so with less than 20 kilometers to go, it's beginning to look as though it's going to end in a mass sprint. Wollte ich jetzt noch hinterher werfen. Something might be cooking. Aber ich glaube, ich halte lieber meine Fresse. Der Kommentator ist ja die ganze Zeit am Reden. So, ja, kommt jetzt wieder der steile Hügel. Ich eier jetzt schon mal nach vorne. Und greif mal an. There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all in sharing the pace. Ja, vor allem in the leading group, ne? Es gab keine leading group. Only 15 kilometers left. Er ist halt leider in der Ebene schlecht. Aber ich wollte es halt einfach mal versuchen, vor allem hier den Sprint. Und vielleicht fahren ja die mit, die... Okay, die sind nicht dran. Lassen jetzt aber schon wieder abreißen. Wollen wahrscheinlich mit ihren Sprinteranfahrern fahren. And he spurts away from the group. He's going for victory. Ja, kommt die 10 Kilometer Marke. There are just 10 kilometers left. Jetzt können wir mal die Stromlinie anmachen. Wie gesagt, er ist halt in der Ebene zu schlecht. Also ich sehe hier noch nicht unseren Sieg. Kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie lange die Stromlinie hält. Immer noch 7. Ja, zum Glück kommen am Ende halt Hügel. Na, im Moment hält das noch bei über 40, aber sobald die Stromlinie weg ist, oh, jetzt ist es runtergegangen. Kommt 87. Jetzt geht's bergauf. Heute 80, 27 Sekunden. Jetzt geht's erstmal wieder bergab. Müsst ihr mit 89 schaffen. Letzte Kilometer. Geht zum Glück nochmal bergauf. Können die Sprinter vielleicht nicht mithalten. Full Power und da ist der nächste Sieg für Eddie Merckx, oder? Jawohl, so ist es. Congratulations! He showed determination to add this win to his prize list. Schön alleine gewonnen. Und das ist auch noch so ein Continental Pro-Rennen. Aber so wie im 2022er Manager, dieses Entwicklung des Interesses, das gibt es hier ja leider in dem Manager nicht mehr. Also geht da der Balken auch nicht hoch. Wir sind dann am Ende auf die Sonderangebote angewiesen, die vielleicht noch reinkommen. Ein schönes Ding für Eddie. Oh, und was wir hier hätten wir wahrscheinlich für einen Vorsprung rausgefahren, wenn wir in der Ebene schon besser wären. Vielleicht habe ich mich ein bisschen zu sehr auf den Hügel konzentriert. Ja, da können wir uns ja auch mal die Siegerehrung gönnen. Naja, danach kommen schon nur noch die Sprinter. Aber den hat Eddie erst mal gezeigt. Ich hätte ja gedacht, dass es ein bisschen zu weit ist vom Ziel weg, aber es hat geklappt. Na, hier tauchen wir halt auf jeden Fall nicht auf, wegen diesem, ne, Zeitfahren. Jetzt haben wir schon 2 Etappen gewonnen und sind trotzdem so schlecht platziert. Ja, Bergwertung, da ist Eddie auf Platz 10 immerhin. Punktewertung, ja, ist ja voll geil. Haben wir uns jetzt eh gerade geholt. 56 Punkte, 3 Punkte Vorsprung vor Jacuzzi. Das kann er uns natürlich auf der letzten Etappe nochmal wieder wegnehmen. Und bei den Nachwuchsfahrern sind wir immerhin auf Platz 4 hochgekrapselt und noch eine Minute zurück. Dann können wir zu den Ergebnissen gehen. So, und als letzte Etappe kommt auf jeden Fall auch nochmal eine flache Etappe. Oh, damit aber ganz genau die Stufe voll bekommen.
Also jetzt noch die eine Stufe, bis wir uns wieder verbessern dürfen. Und naja, also jetzt läuft noch Dänemark, eine Etappe, dann kommt die Deutschland-Rundfahrt und dann kommen noch ein paar Klassiker und hinten nochmal Guangxi. Also das könnten wir noch schaffen. Und natürlich einen Vertrag brauchen wir unbedingt. So, die sollen Verstärkung erhalten, ist aber kein World Tour Team, also macht mir kein Angebot. Ich will unbedingt eigentlich zu einem World Tour Team oder aber wenigstens Total Energy oder sowas, ne? Also so ein richtig gutes Continental Team. Bahrain hat jemanden verpflichtet. Meus. Ja, und ja, hier gibt es auf jeden Fall irgendwie gar kein Potenzial, irgendwie anzugreifen. Man könnte sich vielleicht versuchen, den hier zu holen. Bei 31 Kilometern. Ist ein bisschen weit weg, ne? Also wenn ich das Sprintertrikot behalten möchte, da wäre eigentlich ein Ausreißversuch am besten, die drei Sprints holen. Das sind 18 Punkte. Das reicht aber nicht. Es würde dann, also wenn er halt gewinnen würde, der Jacuzzi, dann würde es nicht reichen. Wenn er nur Zweiter wird, reicht es. Aber er ist hier halt leider Top-Favorit, ne? Dann drückt mir mal die Daumen, dass ich am besten plus 3 bekomme und ausreißen darf. Greetings to all. It's going to be a monotonous day when it comes to the terrain, but at least the teams with sprinters won't be complaining. And of course, those opportunists with a bit of daring won't make their life easy. Ah, ich habe eine gute Form. Ausreißen soll ich aber nicht. Ist doch die Frage. Also jetzt sind wir dann schon auf Platz 13 vorgekommen. Ist die Frage, ob sie uns überhaupt weglassen. Bei den Favoriten bin ich nicht. Und er würde mir jetzt hier sogar einen Beschützer geben. Ah, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ja, komm, beschütz den erstmal. Wir legen mal los. Da geht jetzt schon einer. Stockbro geht auch. Attack! It's now or never for those riders who want to avoid a battle over the Ach, last few kommt, ich gehe kilometers. mit, ey. Vielleicht lassen sie Eddie ja weg. Naja, jetzt fahren sie auch schon wieder ziemlich langsam. Und die wollen auch alle nicht mithelfen, wie es aussieht. Na, nochmal ran an die Breakaway. beiden. Vielleicht war es ja nur, weil wir vier waren. Ah, Puls. Ich höre auch ganz viele Fahrradfahrer hinter uns. Warte mal. Das ist Stockbro nochmal, ne? Ich gehe nochmal mit. Breakaway at the front. Ich glaube, dem einen habe ich einen Block mitgegeben. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Der scheint auf jeden Fall fahren zu wollen. Jetzt auch rot. Hat eine Anweisung erhalten. Na, Puls hinten ist glaube ich so gelb. Ich weiß nicht, ob die uns weglassen. Die sind jetzt an uns dran. Ne, die lassen uns nicht weg. The pack is back on level terms with the breakaway group. Die lassen Eddie nicht weg. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass es an Eddie liegt. Ja. Wer hat da geführt? Das ist so aus Jacuzzens Team, ne? Wo haben wir ihn denn? Naja, egal, ich finde ihn jetzt nicht. Wir kommen halt auf jeden Fall nicht weg.
Ach so, ich führe noch. Ich wollte gerade sagen, warum fällt er nicht zurück? There's a breakaway! Ja, können wir hier stehen bleiben? Ach nee, genau, da, in dem Team fährt Jacuzzi. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Okay, sie scheinen aber nicht nur was gegen Eddie zu haben. Sie haben anscheinend gegen jeden Ausreißer irgendwas. Naja, wenn die verfolgen, vielleicht kann ich mir den hier erholen. Ich glaube, der Puls geht schon wieder runter. Oder? There's now more than a minute between them. Ja, ja, die vier dürfen weg. Dann cutte ich euch das jetzt hier raus und kurz vorm Ziel sehen wir uns dann wieder. So Leute, letzten 25 Kilometer, da seid ihr jetzt wieder live dabei. Wir fahren hier die letzten Runden in Frederiksberg. Oder Burg. Frederiksberg, Burg. Nein, Berg. Und naja, es gibt da eben, habt ihr eben gerade gesehen, das ist dieser kleine Hügel. Dreimal müssen wir den jetzt noch fahren, aber das ist zu wenig, glaube ich, um mit Eddie was zu reißen. Ich werde es dann aber trotzdem mal irgendwann versuchen. Ich glaube, wenn dann der Vorletzte. Die Züge bauen sich natürlich auch schon auf. Machen wir mal einen kurzen Stopp hier. Darf ich noch nicht. Bin noch nicht nah genug dran. Nee, jetzt erst. Jetzt hier vor dem Hügel vielleicht ein bisschen rankommt schon. Setzen wir hinter Deli. Ich meine, sprinten können wir natürlich nicht. Aber man sieht schon, da komme ich niemals weg. Das ist viel zu schnell. Ich versuche nochmal irgendwie ein bisschen weiter vorzukommen. Die Lee hängt hier noch ein bisschen. Either they're getting a bit hot or they're saving themselves for the final dash. Ich komme hier noch nicht mal durch. Selbst mit 99 so gut wie nicht. Ich versuch's halt trotzdem. And off he goes. He's giving it one last go. Wir haben hier gesamtwertungstechnisch nichts zu verlieren. 9 Sekunden. Und muss ich jetzt schon runterdrehen. Das wird nix. Rot ist jetzt schon fast nichts mehr da. Kann es so einigermaßen halten, das Rote. 5 Kilometer zur Finish Line. Der geht's nochmal runter. Mehr ist im Moment nicht drin. Er steht hier auch mitten im Weg rum. Lala, das Motorrad hat auch schon Feierabend gemacht. Ja, da werden die mich aussprinten können. Denke ich mal. Full Power nochmal rein. Aber nein, das macht der Eddie hier nochmal. Wie geil, Alter. Noch ein richtig cooler Sieg, ey. Geil, Eddie. Das hast du schön gemacht, ey. Ja, das bedeutet ja, wir haben jetzt die letzten drei Etappen gewonnen. Sehr nice, ey. Sehr, sehr nice, ey. Kommen wir vielleicht sogar noch in die Top 10 rein, ne? Ich weiß jetzt die Abstände halt nicht. Na hier, das ist noch vom Anfang. Am Anfang hat Eddie ja versucht, noch wegzukommen. Aber das hat nicht sollen sein. Naja, egal. Holen wir uns halt einen Sieg, ne?
Das ist doch schon mal ein schöner Start in die Eddie-Woche. Schönes Ding, Eddie. Naja, ganz zum Schluss habe ich nochmal Freuen geklickt. Ich bin halt auf Nummer sicher gegangen. Tja, dann geben wir uns doch nochmal die Siegerehrung hier. Und damit haben wir natürlich das Sprinter-Trikot gewonnen, ne? Das habe ich ja gesagt, das wird sehr, sehr schwierig, aber wir haben es tatsächlich geschafft. So, wie weit sind wir in der Gesamtwertung? Tatsächlich, ey, wir sind noch auf Platz 10 gekommen. Auch aus unserem Team Bestplatzierter. Ja, Bergtrikot auf Platz 10. Sprintertrikot, wunderschön für Eddie. Das ist schon mal echt nice. So, und bei den Nachwuchsfahrern sind wir tatsächlich noch auf Platz 2 vorgekommen. Ja, Ben Toulet ist natürlich auch ein richtig guter Fahrer. Aber ich gehe mal davon aus, wir sollten jetzt anständig Punkte vom Manager bekommen für diese Tour of Denmark. Ja, haben wir alles gesehen. Ja, das geht doch schon mal, ey. 56 knallt er hier raus, ist auch voll zufrieden mit uns. Also brauchen wir noch 244 Punkte bis zur nächsten Stufe. Also ist, denke ich, in der Saison noch drin. Wenn die Leistung so einigermaßen gut bleibt. So, bei Reinhard Mills verpflichtet. Und wir haben hier das Ende der Folge erreicht, weil ich möchte jetzt nicht die Deutschlandrundfahrt hier noch mit reinnehmen, denn die Deutschlandrundfahrt, die splitte ich euch in zwei Folgen auf. Und das seht ihr dann in der nächsten Folge. Müsst ihr natürlich wieder für einschalten. Bis dahin und ciao.